Willkommen zu den Charts der 30. Kalenderwoche. Wir hoffen, dass euch die anderen Videos der Chartpräsentation der letzten Woche gefallen haben. Schreibt uns doch eure Meinung mal in die Kommentare, wir würden uns freuen. Ich präsentiere euch nun erstmal die deutschen Charts. Helene Fischer klettert Woche zu Woche mit ihrem Farbenspiel immer weiter höher und steht in dieser Woche auf Platz 2 der deutschen Albumcharts. Während das Best-of vor Woche 16 und Für einen Tag live 2012 vor Woche 82 einige Plätze gut machen und nun auf Platz 13 und Platz 64 stehen, fällt das Album Für einen Tag von Platz 75 auf die 77. Atemlos durch die Nacht macht einen großen Sprung in den Top 10 und steigt von Platz 9 auf Platz 5 und hält sich seit mehr als 9 Monaten in den Singlecharts. Marathon macht einige Plätze gut und steigt von Platz 91 auf die 89. Mike präsentiert euch nun die Charts aus Österreich. Meine Lieben, die Charts aus Österreich gestalten sich wie folgt. Helene Fischer dominiert gleich mit 2 Alben die Top 5. Farmspiel bleibt unangefochten auf der 2 und kratzt weiterhin an der Spitze. Das Best-of-Album hält sich schon seit mehr als 3 Jahren in den Charts und steht aktuell auf 13. Das dazugehörige Live-Album So wie ich bin steigt in dieser Woche von Platz 30 auf die 27 und hält sich seit mehr als 5 Monaten in den Charts. Die Alben Für einen Tag live und Zaubermond geben jeweils einige Plätze ab und stehen aktuell auf Platz 36 und 56. Atemlos durch die Nacht hat es erneut geschafft, in die Top 10 aufzusteigen. Während Marathon die Top 40 verlassen hat, gibt Ich will immer wieder dieses Fieber spüren einige Plätze ab und steht in dieser Woche auf der 57. Weiter geht es mit den Charts aus der Schweiz. Farbenspiel steigt in der 30. Kalenderwoche von Platz 6 in die Top 5 auf Platz 4. Das Best-of mit dem erfolgreichsten Hits von Helene gibt in der Woche einige Plätze ab und steht auf Platz 40. Der Dauerbrenner Atemlos durch die Nacht steigt erneut einige Plätze nach oben und steigt von 19 auf Platz 12. Wir bedanken uns bei euch und sagen bis zur nächsten Woche. Tschüss!